Guten Morgen, liebe Leute. Also, heute ist der Fahrradladen geschlossen, weil ich heute meinen VW-Bus repariere. Die Bremsanlage ist jetzt fällig. Ich weiß nicht, ob ich da drin filmen kann. Irgendwie, wir schauen mal, wie wir das machen. Ich versuche, aber ich kann es nicht versprechen. 9 Uhr habe ich da einen Termin, habe ich dann eine Hebebühne gebucht. Sozusagen, der Hans kommt später nach und ich soll schon mal anfangen mit dem Tank ausbauen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Jeder, der sich dieses Video anguckt, kann ja schreiben, was für ein Depp du bist, was für ein Idiot, du gehst ja überhaupt nicht Bescheid. Ja, ich weiß nicht Bescheid, ganz genau. Das ist nämlich mein Problem. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Schimmer, ich weiß überhaupt nie, was los ist. Ja. Ich kenne mich halt nicht aus, ich kenne mich mit Fahrrädern ganz gut, so lala, okay, irgendwie aus. Ja, ich kann halt einen platten Reifen diagnostizieren, aber das war's. Ja, und da möchte ich jetzt auch das einfach alle mal klargestellt haben. Ja, ich kann es nicht und ich probiere es trotzdem. Der Hans ist Kfz-Meister. Der guckt hinterher drüber auf alle Fälle und wird sagen, ja, du darfst mit dem Auto weiterfahren. Oh nee, jetzt müssen wir was verschrotten. Deswegen, also lasst euch einfach überraschen, was dabei rauskommt am Ende, ob ich das filmen kann, ob das vernünftig wird, der Schnitt, werdet ihr ja sehen. Ne? Also, wenn nicht, dann kommt eben nur am Ende ein kurzer Satz, hat nicht geklappt, hat geklappt, wie auch immer, werden wir sehen. Also, drückt mir einfach die Daumen, dass ich das hinkriege, weil ich muss ja einfach auch die Zeit nutzen. Herr Hans hat eben noch ein paar andere Termine, deswegen kann er nicht gleich dabei sein. Deswegen fange ich dann schon mal alleine an, mit dem Tank auszubauen. Denn der muss weg. Die Bremsleitung über dem Tank, die über den Tank führt, die ist nämlich defekt. Also offensichtlich ja beide irgendwie. Vielleicht haben sie sich aneinander aufgerieben. Werden wir denn sehen, wenn der Tank weg ist? Zumindest Stelle 1. Ja, das kriege ich eventuell alleine hin. Schauen wir mal. Ne? Zu zweit wäre natürlich besser. Hier ist das Schild. Heute ist der Fahrradladen geschlossen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Ist natürlich auch ehrlich für mich. Da fällt mir ja auch ein Tag weg. Na, darf man nicht vergessen. Der kostet nur, der bringt mir nichts. Außer ein gesundes Auto wieder am Ende, hoffentlich. Wenn ich jetzt meinen Pullover finde, würde ich mir anziehen und würde jetzt da schon mal hindüsen. Ein bisschen Zeit sparen. Jetzt schon diesen Handbremshebel entfernen, damit ich an diese Bodenklappe rankomme, um den Tank von oben zumindest zu trennen. Erstmal vom Kraftstoffsystem. Also das würde ich natürlich noch nicht machen, aber ich würde erstmal frei machen oben. Erstmal geht es um diesen Handbremshebel. Wenn ich damit schon eine halbe Stunde verbrauche, dann wäre halt schade drum. Ne? Deswegen kann ich das eben vor der Zeit vielleicht schon machen, damit es dann schneller geht am Ende. Ich weiß ja nicht, wie die ersten Schritte sein sind. Ich weiß nur, dass irgendwo in dieser Mitte, da habe ich eben nachgeguckt im T4-Wiki, ne, dass da in der Mitte diese Klappe ist, wo der Tankgeber drin ist, wo man von oben rankommt. Ja. Aber dazu muss ich meinen Pullover finden. Wo ist der? Wo ist mein Pullover? Ich bin noch so müde. Ey. Loslegen. Also das hier ist ja wirklich nur hier so drüber, das kann man hier so ein bisschen auseinanderbiegen und abziehen hier. Ups, da. Seht ihr das überhaupt? Da. Ein bisschen auseinanderbiegen, hier ist das eh schon gerissen, da war schon mal einer vor uns dran. Auseinanderbiegen und abziehen. Aber das war Nummer 1, Plastikentfernung. Und das hier? Na, Mensch. Ich bin ja voll der Pro, Alter. Volle Pro! Das war's? Das ist es? Mann, bin ich ein Profi, Alter. Bin ich ein Profi? Es gibt's hier gar nicht. Das gibt's hier gar nicht. Da ist eine Schraube. Ach nee. Na schön, Handbremshebel.
sitzt halt über dem, was wichtig ist. Naja, gucken wir mal. Ja, klar. Viel Dreck in Neukölln. Haben wir schon die Ratten. Na gut, jetzt sehe ich mal rüber und melde mich mal an. Ja, wie es ausschaut, sind wir in der Werkstatt. Ein bisschen konfus für mich ist die Lichtsituation hier, die ist nämlich sehr duster. Ehrlich gesagt, hier hören richtig helle Lampen drin. Jetzt hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Was soll man machen? So ist es halt. So, also bei uns ist ja die Problematik jetzt hier tatsächlich immer noch, dass wir da unten erstmal das aus an den Deckel ran müssen und da das ausbauen müssen. Die Handbremse eigentlich ausbauen, was jetzt ja kein Problem mehr ist. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Licht hier drin. Das ist der alte Deckel. Also man kann, wie gesagt, hier diesen Schnitt setzen wohl. Moment, aber das würde ich gerne machen, weil. Vorgenommen, nicht durch den Dreck irritieren lassen, der ist gewollt. Das, wie sagt man? Patina. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich ja mit dem Teppich auch was machen. Nicht jetzt, ja, was macht er denn da? Er muss doch eh alles rausnehmen. Wie gesagt, das ist Experiment für mich. Der Hüteteppich. Warum ist denn das von VW nicht so vorgesehen, dass der hier einfach auf Stoß liegt? Hier, zack, ne, bis hier hin der Schlitz. So ein bisschen abgesetzt. Nee, ist es nicht. Der gute VW macht. Das ist doch bekloppt. So, was setze ich jetzt den Schnitt? Die eine ist hier, die eine ist da, ne, hier und da. Hier, zack. Ja. Wie setze ich denn den Schnitt ohne Schnitt? Ja, da, seht ihr, da kommt man ran. Der Schnitt hier, der lässt sich noch verbergen. Das ist noch nicht so dramatisch. Na, machen wir das Handbremshebelchen ab. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weiterführen soll, weil das behindert tatsächlich so ein bisschen. Jetzt sag nicht, man muss sowieso raus. Bremse aushängen? Na ja, gut. Okay, dann fahren wir das Ding mal hoch und gucken mal unten drunter. BEP, moin! Moin! Dieser Tag kann nur noch besser werden, mit deinen Tüchern ist alles in Ordnung. Bitte, was ist das Problem? Bitte, was, wo, wie? Nee, bitte, was ist das Problem? Bei mir? Ja, bei mir. Ach. Ja, die Rückfahrt Richtung ATU war eigentlich das Problem.
Die war erstens nicht von Erfolg gekrönt und zweitens richtig scheiße. Ich habe eine Sightseeing-Tour durch Schöneberg gemacht. Die wollte ich gar nicht losgehen. Weiß nicht nur, wie das ist nicht so wichtig. Handbremse mit, wollte ich mal jetzt kurz aussehen machen. Weil ich musste ja oben raus die Handbremse aussehen. Damit ich von oben an den Tank rankomme, um die Kleidung zu trennen. So, also wenn der Handbremse ist schon mal ganz schlecht. Naja, also ich hoffe, das reicht. Ich wüsste nicht, wie der Tank sich dann benimmt. Keine Ahnung. Aber erstmal die kleine Lösung. Wieder ranschrauben und was anderes machen kann man immer. Da oben, 13. Ab dafür. So, was ist denn hier wessen? Das ist meins. Das ist meins. Ah, ja. Das ist von der Werkstatt hier. Aha. Das geht ja schon mal ganz hübsch. Ja, habe ich mitgebracht heute. Das finde ich ja schon mal ganz hübsch. Zu viel Unterbodenschutz. Ja, zu spät. Ich denke mal, die haben sie eigentlich auch bevor sie verkauft haben, aber nicht. Ja, eigentlich hätte VG. Ja. Ich habe mal gehört, Volkswagen konserviert sein, ob das inzwischen so gut ist, nicht mehr ist. Das ist für die eine Plastikkarre. Also. Nee. Weil die machen diese in Mitte der 80er Jahre angefangen haben zu tauchen. Also damit muss ich auch die Hörer machen? Ja, da kann ich nicht mehr. 10 Watt? Nee, nicht 10 Watt, Watt. Was? Eine große Wanne, die rohen Karossen nach dem Lackieren Kopf über ihn hingetaucht worden. So, da muss ich mal der erste hier. Das ist ja unsere Diskussion. Ja. Sonst weiß ich nicht, warum der zweite Kreis Mause ist. So, wenn die beide kaputt sind. Ich wollte vielleicht weiter, ich wollte noch ein bisschen anfassen jetzt. Aber nützt ja nicht, jetzt muss erstmal runter. Achtung. Jawohl. Hi, hi, hi. Was wollte ich denn? Noch einen Schlitz in den Teppich machen. Hm. Doch zwei Schlitze im Teppich. Aber was soll ich jetzt machen, ne? Hier, die Zange haben sie nämlich auch nicht hier. Diese gute. So, also blau ist Zulauf und weiß ist Ablauf. Nö. Gut. Brav, Mats. Der ist ein bisschen klein, der schneidet in den Gummi. Schnupf. So. Ja, und das war's. Das war's. Ja, das war's. Das war's von hier oben. Mhm. Wir schalten zurück. Die Sendezentrale. Sehr gut.
Wenn ihr wollt. Wenn der Schwester viel kommt. Das ist jetzt Tonträger. Nein, ich will nur nicht in die Tanken auf, du bist. Nein, du tust sie ja nicht. Machst du weiter, wa? Nee, mach ich nicht weiter. Ja. Der hält nicht aus. Ja, aber dumm ist, wir müssen das Band hier irgendwie. Ah, nee, das können wir erst. Dieses mittlere Band kann erst und dann kann man unterstützen. Improvisation. Ablassen ist nicht vorgesehen, ne? Na, Ablass nee, hat er nicht. Nee. Totalausfall hier. Und die Scheuerstelle entstand wegen einem dieser wundervollen Plastikclips, die nämlich hier ausgerissen sind aus diesem Loch. Diese Clips da, die ne, ausgerissen, dann hing er ein bisschen, dann hat es vibriert, dann gab es hier unten eine Scheuerstelle und einen Totalverlust der Bremsflüssigkeit. Fantastisch. So ein kleines Ding, so eine große Auswirkung.
Es wäre natürlich ein Entgrater ganz hübsch. Entgrater. Haben wir nicht. Sollten wir aber haben. Der Zeckenschutz hat sich hier irgendwie. Ah, da geht's. Gut. Muss halt die Olive muss so, wo ist er drin? Was? Die Olive muss halt ganz auf. Naja, also ich bin jetzt mal auf dem Bund. Zum Zudrehen. Du kannst ja die beiden Freunde hier schon mal auf die Leitung stecken. Manns kürzt der Leitung. Hast du das Licht ausgemacht hier eigentlich? Hä? Nicht ausgemacht? Hab ich doch vorhin angemacht hier, oder ist jetzt? Hab nicht ausgemacht, du bist an. Die ist kaputt. Der ist kaputt. Der auch? Nee, der nicht. Die wichtigen rufen die mehr. Soll ich nochmal voll machen, Ischi? Ja, mach mal. Ja, so ziemlich voll. Der Licht macht mich neu hier. Ja. Wunderbar, gut, jetzt machen wir alles, alles klar. Auch ohne irgendwelche Diskussionen, da ist kein Fuchs Luft mehr drin, alles wunderbar, abwärts zusammenbauen, tschüss. Wo hast du? Ich hab keine Lappen. Nicht, da die Corona-Lappen. Die meine ich so, ey, Scheiße. Das kann man doch nicht machen. Da macht man sehr schmutzig. Was meinst du denn? Zeug. Mein kariertes Handtuch und diesen Den hast du benutzt, bevor du in meinen Innenraum gestiegen bist. Ich hab's jetzt mal im Wort gelegt. Kommt doch nicht weg hier. Ja? Wie er bremst?
müsste man dann Zeitung. Die Werkstatt nochmal, ey, total geil. Ich freu mich.